Brot für die Welt ist ein Teil der deutschen Diakonie. Wir arbeiten unter dem Dach des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung und bereits in unserem Namen kommt die Arbeitsteilung zum Ausdruck, der wir folgen. Wir alle wissen, dass die deutsche Diakonie in ganz Deutschland zahlreiche, vielfältige Angebote, Unterstützungseinrichtungen unterhält und betreibt für benachteiligte Kinder, für Frauen in Not, für Menschen mit Behinderung, für Alte, für kranke Menschen. Und innerhalb dieser großen Community ist Brot für die Welt damals gegründet worden, damit es auch eine Facheinrichtung für den sogenannten fernen Nächsten geben kann. Das heißt, das ist der Auftrag für Brot für die Welt, sich um die internationale Frage von Not und Gerechtigkeit zu kümmern. Und dieser Auftrag erfordert auch eine besondere Fachlichkeit. Und wir können uns auf diesen internationalen Auftrag gut konzentrieren, weil wir eben wissen, dass diese zahlreichen Schwesterorganisationen der deutschen Diakonie hier in Deutschland sich um die Fragen von Not und Gerechtigkeit in unserem Land kümmern.